Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wir schippern hier ein bisschen auf dem Meer rum und haben noch ein bisschen was zu erledigen, also Rätsel, Schätze und so weiter. Ich habe mal das nächste Rätsel markiert, da werden wir doch auch jetzt gleich mal hinfahren, 1,5 Kilometer. Ja, das geht ja noch. Genau. Wir müssten da in die... Hier müssen wir rein. Das Bildmachgerät an, Leute. Servus. Und wenn es euch gefällt, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Wer zockt von euch Assassin's Creed? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und was haltet ihr da von dem Spiel? Also ich finde es bis jetzt... ja... relativ gut, muss ich sagen. Aber wir werden sehen, was uns noch erwartet in dem Spiel. Ob wir Platin machen oder nicht. Und, ja. Ich glaube, das ist so ein zwiespaltiges Ding hier, das Assassin's Creed. Manche sagen, ja, das ist richtig geil. Und dann gibt es wieder welche, denen gefällt es ja gar nicht. Mir gefällt es bis jetzt gut. Und ja, wir werden sehen. Genau, und da ist auch schon das nächste Rätsel. Ja, wir müssen hier rum, ja genau. Das war da irgendwo auf dem Eck. Ja, da hinten ist es auch schon. Meter. Okay, schauen wir doch mal. Gucken, was ich ihm helfen kann. Gib Acht, sonst holt dich der Fluch! Hier! Was ist das für eine Gefahr, vor der du warnst? Irgendein Wesen, das du jagst? Meine Beute ist das schlimmste Tier von allen. Es vollbringt heimtückische Taten, zu denen kein gewöhnliches Tier fähig wäre. Also jagst du einen Menschen? Einen Zauberer. Einen, der sich einst Mensch nannte, aber der seinen Huger und sein ganzes Wesen mit dunklem Seder verdorben hat. Das klingt mir sehr nach einer persönlichen Feder. Diese boshafte Spinne, die in dieser Hütte hockt, hat meine Schwester vergiftet. Allein dafür verdient er den Tod. Aber für dich ist vielleicht das Kopfgeld überzeugender, das König Harald auf alle Zauberer ausgesetzt hat. Geld kann überzeugen, wo Leidenschaft fehlt. Ich werde es gegen den Aufwand abwägen. Die Hütte des Zauberers findest du entlang dieses Weges auf der linken Seite. Sei vorsichtig. Okay, entlang dieses Weges auf der linken Seite. Sieh mal nach, Sühnen. Okay, da ist die Hütte. Immer stimmt die mit meinem Hut da schon wieder nicht. Telekom-Rotz. Stellen? Oder willst du mich weiter aus der Ferne anschreien? Bist du der Zauberer, der dieses Land verflucht haben soll? Auf diesem Land lag schon ein Fluch lange, bevor ich herkam. Der Fluch der Rückständigkeit, der ganz Midgard verseucht. Also setzt du keinen Seder gegen dieses Land und seine Leute ein? Ich setze mein Wissen ein, um anderen zu helfen. Ich bin nur eine Bedrohung für die, die Unbekanntes fürchten. Davon gibt es viele.
Da ist ein Jäger, der sagt, du hättest seine Schwester vergiftet. Ich wollte sie retten. Ich hatte einen Trank, der ihre Krankheit gelindert hätte. Doch er hat sie lieber in Schweineblut gebadet. Wenn wer die Schuld trägt, dann er und seine rückständige Familie. Er hat seine Schwester getötet. Hör nicht auf ihn. Er wird deine Gedanken vergiften. Du hast nicht mal Gedanken zu vergiften. Stirb! Eines Tages wird dieses Land frei von solchen Unholden sein. Ich schlug zuerst zu, also gehört die Beute mir. Mach mit seiner Leiche, was du willst. Okay. Mein guter Spind, Leute. Unvollendeter Brief. Sadek, manchmal verzweifle ich an der Fäulnis der Dummheit, welche dieses Land bedeckt. Ich sehne mich nach den wärmeren Gefilden, die meine Gedanken wie ein Feld durchpflückten. Die Saat ungeahnter Möglichkeiten pflanzten, Gedanken, die hier schlecht Wurzeln schlagen könnten. Doch dann sehe ich eine alte Frau, meiner lieben Mutter, so ähnlich und erinnere mich, was mein jüngeres Ich in jener ferne, dunklen Zeit für jemanden gegeben hätte, welcher die Heilkünste mächtig ist. Es gibt so vieles. Okay. Okay. Können wir hier noch was nehmen? Nee, wir sind voll, gell? Ja. Dann. Was haben wir denn jetzt noch offen? Okay, ihn hier haben wir noch offen. Und dann haben wir hier oben noch. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4 bräuchten wir noch. Aber wo ist der vierte Reichtum? 1, 2, 3. Das ist ja ein anderes Gebiet hier. Uns fehlt da noch ein Reichtum, aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Hier ist auf jeden Fall... Ist das ein Artefakt? Ja, das ist ein Artefakt. Okay, ich würde sagen, wir porten einmal hier und holen uns das Artefakt dann hier noch. Einmal die Schnellreise, bitte. Okay. 150 Meter. Wird wahrscheinlich auch wieder so ein Ding sein, was wir hinterher springen müssen. Wenn wir das hier alles haben, dann würde ich gerne die Hauptstory weitermachen. Dann haben wir. Müssten wir eigentlich das Gebiet dann bald abgeschlossen haben. 38 Meter. Da oben. Okay, da oben geht's los. Gerade die Effekte, das sieht so geil aus. Die ganzen Partikeleffekte, Wahnsinn. Okay. Tattoo-Entwurf erhalten. Okay, damit hätten wir alle Artefakte. Dann... den Schlüssel haben wir noch nicht. Wir brauchen hier irgendwie einen Schlüssel, das weiß ich. 1, 2, 3,
Schauen wir einfach mal. Vielleicht kriegen wir auch einen Schlüssel jetzt da irgendwo. Oder ich musste oben irgendwie ins Dach rein. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Hier sind gleich zwei Dinger. Ziemlich nah nebeneinander. Okay, hier ist wieder so eine blöde Basis. Okay, das müsste eigentlich genau nebeneinander sein. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Verschwinde! Oh, gib mir Stärke! Oder du? Ziemlich großes Gebiet wieder. Okay, 36 Meter. Reichtum erworben? Okay. Kohlebahn. Oh! Einen schönen Bogen bekommen. Raubtierbogen. Das wird wahrscheinlich eher was für Tiere sein dann, oder? Inventar. Vergleichen. Er ist aber auch nicht recht viel besser. Naja, den tun wir mal nicht rein, weil der ist auch nicht recht viel besser. Könnten vielleicht unseren Köcher mal ein bisschen hoch pushen, dann können wir ein bisschen mehr Pfeile nehmen. Okay. Stirb!
Stirb! Okay, wir gehen mal auf die andere Seite rüber. Ich kann mir vorstellen, dass es auch wieder so eine Art Plünderpunkt ist. Schießt denn hier auf mich? Na da. Ah, daneben. Was schiffst du? Los, voll werfen wir ins Meer. Fliegen die Köpfe. So, jetzt ist hier Ruhe. Hoffe ich mal. Okay, schaut gut aus. Jetzt komme ich aber wahrscheinlich nicht auf die Insel darüber. Hier war doch gerade ein weißer Wolf, oder?
Okay, gibt es hier vielleicht irgendwo eine Anlegestelle? Schiffswerft, nee, hier gibt es nichts. Oh, hier gibt es aber noch ein bisschen Loot. Und hier gibt es noch ein Rätsel. Also gehen wir nochmal zurück. Also zwar kein großer Loot, aber ein bisschen was. Wir wissen, wo die immer herkommen. Soll es runtergehen. Irgendwo hier muss es sein. Da oben drin, ne? Ich sehe nicht viel, was man hier kriegt, aber ja, ich probiere alles mitzunehmen. Okay, eine Rune. Okay. Ja, dann gehen wir hier hoch, würde ich sagen. Ja, genau, das sind genau die zwei. Eins und zwei. Man weiß, was sich hier noch aufdeckt, wenn wir hier entlang gehen. Okay, dann raus aus dem Lager. Hilfe! Sie haben den Jarl gefangen! Welcher Jarl? Räuber haben ihn gefangen. Los, schnell! Ein Jarl? Von Räubern gefangen? Wenn du so mutig bist, wie du aussiehst, dann kommst du jetzt. Der Jarl wird uns dankbar sein. Lauf mir! Hier lang! Es ist nicht weit! Ja, nicht, dass es eine Falle ist. Schnell! Sonst töten sie ihn! Ihn töten? Wollen sie kein Lösegeld? Mach einfach! Wir sind fast da. Weiter, sie sind gleich da vorne. Du weißt, wo sie sind. Du gehst vor. Gut, mir nach. Kötzi hat hier keine Macht.
Meuchelmörder. So, mein Junge. Wir plündern aber erst noch. Und dann. So. Dieses Spielchen hat sie ihr Leben gekostet. Sie drohten mich zu töten, wenn ich nicht helfe. Und um dich zu retten, führst du andere in den Tod. Unser Dorf wurde von Kjötvi, dem grausamen Gebrandschatz. Den haben wir doch schon, Mensch. In den Wald fliehen. Die Überlebenden sind verzweifelt und hasserfüllt. Olaf, einer derer, die du getötet hast, sagte, er würde für unser Land kämpfen. Aber getötet hat er nur für Silber. Dieser Kampf ist sinnlos. Kjötvi ist tot. Er starb durch meine Hand. Ich habe euch von diesem Tyrannen erlöst. Olaf, du lebloser Narr! Du hast fast unsere Retterin ermordet. Dein zweiter Fehler war, mich als Beute auszuwählen. Das war Absicht. Du siehst aus, als könntest du kämpfen. Ich hatte gehofft, du würdest Olaf töten oder schwächen, damit ich fliehen kann. Du bist noch jung und unbedarft, also verschone ich dich. Aber wenn du mich oder meine Leute noch einmal hintergehst, schließt du dich deinen Freunden in Helheim an. Verstanden? Du wirst mich nie wiedersehen. Ich bin wie ein weißer Hase im Schnee. Okay. Die Verzweiflung hat abgeschlossen. Also fehlen uns jetzt noch... Genau, die zwei. Und dann fehlen uns noch... Da oben ist noch eins. Also, hä, wo ist der jetzt hin? Zeigst du mir jetzt die Quest nicht mehr an hier, oder was? Okay, aber ich weiß, wo er ist auf jeden Fall. Ah, hier drüben ist noch ein Artefakt. Da müssen wir schauen, ob wir da irgendwie rüber segeln können dann. Oder dass es irgendwie eine Anlegestelle gibt oder so. Schaut aber gut aus. Sieht auf jeden Fall nach einer Anlegestelle aus da drüben. Okay, da an dem Haus drinne. Okay, passt doch. Hause. Jedenfalls früher mal. Jetzt sind es nur noch Knochen. Halbör. Unter uns. Okay, wir müssen irgendwie nach unten. Gibt es hier einen Höhleneingang oder so? Schauen. Unter uns. Irgendwie müssen wir runter. Unter uns 10 Meter. Interagieren. Mutter, wenn ich deinen Anweisungen gefolgt wäre, würdest du noch leben? Hätten Vater und du gesiegt. Okay. Aber wo geht's hier rein?
Irgendwo geht's hier runter. Meter da. Ah, okay, das ist eine Höhle wahrscheinlich. Als Vater mir diesen Durchgang gezeigt hatte, war ich sehr aufgeregt. Danach habe ich beim Verstecken immer... gewonnen. Kohlebahn. Wertvolle Dinge. Wie konnten Kjötvis Hunde das übersehen? Okay, coole Sache. Ist eigentlich offensichtlich, gell, hier der Eingang. Komisch, dass mir hier das nicht mehr anzeigt. Okay, ich würde sagen, jetzt gehen wir doch mal hier rüber. Da weiß ich nicht, ob wir da schon hin können. Das ist schon 280 Stärke. Das ist... wird noch nichts sein für uns. Da drüben müsste... Okay, dann holen wir das Schiff. Finn und dir, Griffan. Abfahrt. Auf die nächste Insel. Die Effekte sind schon cool. Okay, schauen wir mal. Willkommen, Reisende, an unseren fruchtbaren Küsten. Servus. Ich hätte nicht erwartet, auf dieser Insel jemanden vorzufinden. Und warum nicht? Das ist Englerland, die Heimat von Sachsen und Dänen. Unsere Küsten stehen für Handel offen. Englerland? Das hätte ich mir anders vorgestellt. Viele aus Nordwege bringt die Reise aus der Fassung. Aber zum Glück hast du mich, um dich zu leiten. Ich kenne das Land besser als meinen Sohn. Geht es dir gut? Mein Sohn treibt sich mit den Pikten nördlich vom Hadrianswal herum. Wer weiß, was sie für Pläne ausbrüten. Ich glaube, dass der nicht ganz sauber ist. Was für Leute sie schicken würden, um mich auszuspähen. Du meintest, du wolltest mich herumführen? Natürlich, ja, herumführen. Folge mir. Hier ist Lunde, die Stadt, die vor langer Zeit von Römern erbaut wurde. Solche Baukunst haben wir seitdem nicht mehr gesehen. Man muss wohl mit dem arbeiten, was man hat.
wo der hin will. Oh, das Modrioi. Das sind die Klippen von Dofras, bekannt für ihre Schwalben. Okay, ganz komische Musik. Jovik oder auch Jovik, die dänische Handelsstadt. Erzähl das nicht weiter, aber König Alfred hat einen Plan für Jovik. Verstehe. Das ist der Hadrianswall. Unsere letzte Verteidigungslinie gegen die barbarischen Pikten. Es ist eine Linie, ja. Der ist ein bisschen komisch, der Typ. Das ist das Rom, oder was? Und die Führung endet in Winchester. Im Herzen von Westsex, wo ist König Alfred? Diese ehrlosen Pikten. Sie haben den König entführt. Wir müssen ihnen nach, nördlich des Hadrianwalls. Wo bist du, mein König? Irgendwo muss er ja sein. Alter, nimmt der Drogen, oder was? Mein König, ich komme. Mein König, was ist passiert? Warum sprichst du nicht? Wer in Hels Namen bist du? Warum durchwühlst du meine Sachen? Bei Thors Eiern! Warum hast du sie zurückgeholt? Er ist wieder ganz aufgeregt. Verräter, der König redet nicht mit mir. Du hast ihm die Zunge rausgeschnitten. Er hat keine Zunge! Weil du sie rausgeschnitten hast. Du bist sein Sohn. Bestärke ihn nicht noch. Sein Verstand ist welk und ähnelt dem eines Kindes. Ich brachte ihn her, um seinen Wahn zu lindern, doch es wird immer schlimmer. Ich versuch's mit Vernunft oder versuche mitzuspielen, aber er hört nur, was er hören will. Er hört nur, was er hören will. Ich wüsste, was da helfen könnte, wenn du mich lässt. Alter Mann, dein König ist von seinen Qualen ausgelaugt. Ich kann ihn reden hören, ganz leise. Er preist dich. Er sagt, er dankt. Hüsing. Er will Hüsing danken. Für seine Treue zur Krone. Was sagt er noch? Du lebst in einem Traum. Es ist Zeit aufzuwachen. Was willst du damit sagen? Was wahr ist, mag nicht so angenehm sein wie ein Trugbild. Aber du hast Menschen in dieser Welt, die dich ehren. Es kümmert mich nicht, was du für wahr hältst. Ich glaube daran. Ich glaube, dass Alfred uns an die Pikten verkauft hat. Du hast dein Land und dein Volk verraten. Ich verurteile und entthrone dich. Eine schwere Entscheidung. Doch manchmal muss man eine Wunde ausbrennen, um sie zu heilen. Vergib mir meine Feindseligkeit. Ich wusste, dass das Ende nicht leicht wird. Aber manchmal wiegt die Bürde sehr schwer. Was du tust, ist ehrenhaft und mutig. Und die Götter wissen das. Viel Glück für dich. Okay. Immer noch im Krieg mit Englerland? Dieser zähe alte Fuchs lässt nicht locker. Das neue Englerland. Ich bin beeindruckt.
Okay, wir haben jetzt noch den hier offen. Und dann haben wir halt den Typen hier offen noch. Den wird mir jetzt gerade nicht angezeigt, aber ich weiß, dass der da hinten ist. Okay. Richtung. Hä? Ach du Scheiße, ich habe komplett falsch geguckt, Leute. Entschuldigung. Der ist hier. Na, ich war jetzt immer auf der Insel. Ich denke mir schon, hä, warum ist der nicht da? Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir machen einmal eine Schnellreise hierher. Und probieren jetzt mal, dass wir den Schatz da bekommen. Es ist ja, wir brauchen da irgendwie einen Schlüssel. Für die Truhe. Ognu! Raunogrif! An die Ruder! Jetzt sehe ich es! Und anschließend werden wir gleich noch den Boss da probieren. Ah, die Nordlichter. Aber letztes Mal nicht bekommen. Ich weiß nicht. Bin ich gespannt, ob wir die jetzt rauskriegen, da den blöden Schatz. Was ist hier los? Schauen wir uns das nochmal an. Da waren, glaube ich, was war denn da? Wir sind reingekommen, wir konnten die Truhe aber nicht öffnen. Finde ein Schiff wie das Truhenschloss. Warum kriegen wir diese blöde Truhe nicht auf? Oh, was ist denn das hier? Das hatten wir schon gelesen. Verstehe, das ist der letzte Schatz, der uns fehlt. Dann kriegen wir die blöden Dinge nicht auf. Wie
kriegen wir diesen blöden, diese blöde Truhe auf? Gibt's aber auch nichts. Oder ist es einfach nur verbuggt? Ich weiß es nicht. Weil hier ist ja eigentlich auch nichts, wo wir jetzt einen Schlüssel herkriegen könnten. So haben wir alles erledigt. Was siehst du? Aber da hinten in das Haus, glaube ich, kommen wir auch nicht rein. Komisch, warum kriegen wir diese blöde Truhe nicht auf? Ärgerlich. Eimer. Können wir mal den Brief hier drin lesen? Sagt mir aber auch nichts. Prüferschloss, finde einen Schlüssel für jedes Truhenschloss. Okay, das hilft jetzt nicht. Ich würde sagen, wir probieren jetzt den Kameraden hier nochmal. Und da müssen wir mal schauen, ob wir hier noch... Hier ist eigentlich alles aufgedeckt. Vielleicht hier irgendwo... Haben wir vielleicht irgendwo was übersehen? Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir den ja geknackt. Der war schon heftig, der mit 2 Hits oder so hat der uns fast aus dem Leben gebombt. Okay, war noch ziemlich Anfang vom Spiel, jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen stärker. Wir müssen jetzt schauen, wo ist denn der jetzt? Irgendwo geht's in eine Höhle rein. Was vor uns liegt. Okay, da vorne geht's rein. Ein paar Beeren oder so. Ja, wir haben zweimal, können uns zweimal heilen. Dreimal wäre mir fast lieber. Probieren Sie einfach mal.
Na, hier waren wir schon. Du bist weit weg von wärmendem Feuerkrieger. Ist das dein Zuhause? Mein Name ist Erik Treuschädel. Diesen Namen gab mir der große König Ragnar Lodbrok, als er kämpfte, um die Felder Englerlands zu durchpflügen. Wir gründeten Familien, stürzten Könige, umschifften Berge, kämpften, bis die Jahreszeiten wechselten. Doch er ist nicht mehr. Ganz Nordwege trauert König Ragnar nach. Ich kann mir kaum vorstellen. Nur 6 von uns sind übrig. Seine treuesten. Hier lernte ich, dass mein Leben. Er erlegte ihn allein mit. Ich starb nicht neben meinem Mann. Ich fühle mich geehrt, gegen einen echten Dränger zu kämpfen. Sehr wohl. Für Ruhm und für alle Dränge hier erhebe ich meine Klinge. Alter. Geh schon zu Odin. Der ist heftig. Den Penner werde ich schaffen. Oh, ernsthaft? Oh, ja, okay, Leute, dann machen wir jetzt nochmal einen Cut, weil ich will jetzt nicht nochmal hinrennen. Das machen wir eventuell in der nächsten Folge, müssen wir mal schauen. Okay, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, seid auf jeden Fall in der nächsten Folge dabei. Dann werden wir den eventuell nochmal probieren und dann schauen wir mal, ob wir den nicht knacken können. Okay, Leute, dann bis dahin, ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.